Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren vierten Versuchsversion einer Folge von Herr Stroms Ursachen. Deswegen lächle ich auch ein bisschen, damit ich nicht in die Kamera brülle und mir in die Hand beiße. Denn eigentlich war diese Folge zu 70% schon im Kasten, also in diesem Kasten im Computer, bis ich dann merkte, mit einem gezielten Seitenblick und meinem technischen Verstand, dass dort die Rekord-Taste nicht gedrückt war. So, Pech für Sie. Die erste Hälfte dieses Videos müssen Sie sich jetzt einfach denken. Ich fange beim zweiten Video an. Wir haben doch keine Zeit und keinen Bock, das Ganze jetzt hier zu wiederholen. Scherz, natürlich fangen wir vorne an. Aber diesmal ein bisschen anders wie sonst. Ich fange erstmal mit dem Jingle an, ein bisschen zum Runterkommen. Dann erzähle ich auch, was wir heute alles tun. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin der Videotechniker Ihres Vertrauens. Wieder mal für die nächsten 15 bis 20 Minuten, der hier wirklich alles im Griff hat. Und da hier nichts geschnitten wird, sondern alles 1:1 sozusagen live eingespielt wird, musste ich einfach nochmal von vorne anfangen. Aber zu den Themen, da fange ich auch vorne an. Bei der heutigen Ausgabe von YouTube, dem Magazin, es müsste die Ausgabe Nummer 14 sein. Die Themen, die wir heute besprechen, es geht erstens um Grüße, die ich nach Schramberg schicke. Dann geht es um das Weihnachtsrätsel. Es ist Weihnachtszeit und viele von Ihnen freuen sich schon auf das große Weihnachtsrätsel von Herrn Strom. Dann erzähle ich Ihnen, wo denn die ganzen tollen Uhren herkommen. Ich präsentiere Ihnen als Weihnachtsgeschenk, da steht sich schon eine Box, die Ihren Namen trägt. Und ein Liebling der Woche. Und dieser Liebling der Woche ist garantiert nicht mein Gesang, wie Sie gerade gemerkt haben. Aber wir fangen an mit den Grüßen. Und zwar fangen wir an mit den Grüßen, die gehen nach Schramberg. Schramberg wird jetzt der Spezialist und die Spezialistin oder wie es so schön gendermäßig heißt, die Spezialisierenden unter Ihnen wissen. Schramberg, Schwarzwald, da kenne ich doch was, da war doch was, ist ganz klar, wen der Strom jetzt grüßt. Sie haben recht, ich grüße Mr. Music aus Schramberg. Das Musikaliengeschäft meines Vertrauens. Scherz. Trotzdem Grüße an Mr. Music. Bestimmt ein toller Laden, aber unbezahlte Werbung, sage ich mal so. Nein, meine Grüße gehen natürlich zu Junghans. Junghans in Schramberg. Ich habe es endlich gepackt, vor ein paar Tagen mal dort vorbeizufahren. Ich fahre häufig dort vorbei, aber meistens sonntags und meistens, wenn wir vom Bodensee kommen, von Freunden, dann die direkte Strecke durch den Schwarzwald ins Saarland ist durch Schramberg. Aber nie habe ich es gepackt, an diesen Tagen einfach mal hoch zu Junghans selbst zu fahren oder zum Terrassenbau zu fahren. Und das haben wir jetzt nachgeholt. Und deswegen gehen meine Grüße an Matthias Stotz und Thomas Fiedler und natürlich auch an Melanie Bayer, die Geschäftsleitung und die Marketingleitung aus dem Hause Junghans. Wir haben da 2,5 Stunden wirklich hochinteressant zusammengesessen. Und haben uns mal so gegenseitig erzählt, was wir alles vorhaben, was so geht und ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Und angefangen, so ein bisschen Ideen zu schmieden. Können wir was gemeinsam tun? Gerade hier im Herrensalon eine Veranstaltung. Jetzt mal einen Vortrag oder mal ein bisschen Uhren zeigen oder einen Pop-Up-Store oder was auch immer fürs Jahr 2021. Und ich glaube, da wird was auf uns zukommen. Wenn Sie das auch gut finden, also eine Kooperation, Herr Strom, Herrensalon und Junghans, bitte einfach mal unten reinschreiben, ob Sie das interessieren würde. Und dann kann ich diese Tausenden von Ja's von Ihnen, kann ich dann an Junghans weitergeben und die natürlich auch moralisch unter Druck setzen, dass wir hier mal was Tolles gemeinsam machen. Junghans ist eine Marke, die ich persönlich sehr, sehr mag. Unbezahlte Werbung auch in diesem Sinne, weil meine erste wirkliche mechanische Uhr, mit der meine Sammelleidenschaft angefangen hat, Sie wissen es bestimmt, eine Junghans Meister war, die meines Vaters. Aber das sei dahingestellt. Also diese Grüße nach Schramberg. Jetzt kommen wir, wie vorhin schon gesagt, zur Frage der Woche. Mich juckt es an der Nase, das gibt Geld oder Antworten. Die Frage der Woche kriege ich ja eigentlich relativ häufig. Also es ist nicht nur die Frage dieser Woche, sondern der letzten, vorletzten und 3 Wochen davor. Und zwar lautet diese Frage, Herr Strom, wo bekommen Sie eigentlich als Händler immer diese tollen Uhren her? Es geht jetzt also nicht um generell das Thema Uhren, wie wir es hier sehen, sondern in meiner Funktion als
Händler von exklusiven, meistens gebrauchten Luxusuhren, hochwertigen Uhren. Und das interessiert natürlich viele Sammler, die selbst auch entweder Vintage oder auf dem zweiten Markt Uhren suchen oder bei mir kaufen, kommt dann halt immer die Frage, sagen Sie mal, wo kommen die denn her? Vertrauensbildende Maßnahmen. Es war eigentlich früher so zu meiner reinen Sammlerzeit, noch vor 10, 15 Jahren, dass ich natürlich die ersten Uhren, die ich so gesammelt habe, auch vor 30 Jahren, die kamen dann entweder ganz normal aus dem Geschäft und irgendwann gab es dann die Online-Plattform wie eBay, dann habe ich dann ein bisschen was gekauft oder in den Foren in der Zwischenzeit. Das hat sich noch mal ein bisschen zurückgedrängt. Das mache ich auch noch. Ich kaufe auch noch die eine oder andere Uhr über die Uhrenforen ein, aber meistens auch von Mitgliedern dieser Foren, die ich sehr gut kenne. Man kennt sich, man hat ein kleines Netzwerk. Ich bekomme dann auch direkt was angeboten. Ab und zu wirklich in Ausnahmefällen auch noch bei eBay. Das sind dann meistens ganz besondere Vintage-Stücke, die Sie sonst nirgendwo finden, über die ich dann dort stolpere. In der Zwischenzeit gibt es ja auch ein Echtheitsnachweiszertifikat bei eBay für Uhren ab einem bestimmten Wert aus Deutschland. Also das macht es für alle, auch für mich, ein bisschen sicherer, wenn ich so etwas einkaufe. Aber ansonsten sind meine Hauptquellen für Uhren, die ich bekomme, sind meine Kunden. Es ist immer so, ich habe so, ich sage jetzt mal, hört sich ein bisschen pathetisch an, aber sehr, sehr, sehr nettes, persönliches und teilweise auch enges Verhältnis zu meinen Kunden, obwohl ich sie oft gar nicht persönlich kenne, dass man viel ins Gespräch kommt. Es ist ja nicht so, dass man bei mir im Shop auf den Button drückt, kaufen und dann kommt die Uhr rüber, sondern die Menschen müssen anrufen oder sie müssen zumindest eine Mail schreiben. Wir kommen ins Gespräch, wir reden drüber und dann kommt man auch immer als Sammler ins Gespräch. Man erzählt mir, was das Gegenüber so sammelt und warum sie jetzt diese Uhr von mir kaufen wollen und dass die wunderbar in die Sammlung passt. Natürlich ist es dann auch so routinemäßig, dass ich frage, ob auch manchmal was verkauft wird, weil da sind natürlich hochinteressante Stücke dabei und vor allen Dingen kenne ich dann die Quelle. In den meisten Fällen heißt es, nee, ich bin ja Sammler, warum soll ich irgendwas verkaufen? Aber dann irgendwann werden sie angefressen und sagen, ja, es sind wirklich so ein paar Dinger, jetzt nicht in der Schublade, aber im Tresor, die ziehe ich einfach nicht mehr an. Aber ich möchte sie auch nicht verkaufen. Und warum? Nicht, weil sie nicht verkaufen möchten, sondern weil das Verkaufen einfach viel zu viel Stress macht. Das ist ähnlich wie beim, wer selber schon gemacht hat, dann wissen Sie es. Es ist ähnlich wie bei Gebrauchtwagen. Sie kriegen auf einmal urplötzlich eine ganze Menge Kontakten zu Personen, die Sie eigentlich im privaten Leben so gar nicht kennenlernen wollten. Und es ist natürlich auch eine riskante Geschichte, wenn Sie jemandem eine Uhr anbieten für 5, 8 oder 10.000 Euro und er sagt, ich komme vorbei und hol mal die Uhr ab. Dann haben Sie auch so das mulmige Gefühl, hat er jetzt Geld dabei, hat er echtes oder falsches Geld dabei oder hat er eine Knarre dabei, egal ob gefälscht oder echt, und will dann meine Uhr haben. Das ist vielen ein bisschen zu blöd. Und da bin ich als Händler natürlich ein super Ansprechpartner, dass man sagt, Mensch, wir kennen uns jetzt, ich habe schon mal von Ihnen gekauft. Ich weiß, dass es eine seriöse Abwicklung gibt mit Kaufvertrag, mit allem drum und dran, mit einer wirklich fairen Einschätzung des Wertes, auch des Marktwertes. Und so wird es immer mehr, also der Anteil dieser Uhren steigt immer mehr. Es gibt dort auch mal die Sonderfälle, dass Uhren wirklich aus einem Nachlass kommen, dass also Erben mich anrufen und sagen, wir haben hier zwei, drei Uhren gefunden von einem Familienmitglied oder dass jemand eine gesamte Sammlung umstellt. Das ist in diesem Jahr zweimal passiert, dass jemand sagte, ich habe tolle Uhren, aber bisher nur die Marke AB und jetzt möchte ich eigentlich nur noch C sammeln und über die Zeit wird dann von mir die Sammlung mehr oder weniger aufgekauft und sie dann peu à peu auch immer ins Netz reingesetzt. Die schönste Geschichte ist immer die, falls Sie gerade noch Zeit haben, wenn Sie sowieso dran sind, meine Lieblingsgeschichte, die unheimlich oft vorkommt, beginnt mit den Worten, ach Herr Stromwisse, wir waren in Urlaub und dann weiß ich immer schon, was passiert. Wir waren in Urlaub und wir waren jetzt, und dann kommen irgendwelche Urlaubsdestinationen, ich nehme jetzt mal Sylt, weil es so schön zum Klischee passt. Wir waren auf Sylt in Urlaub und dann gehen wir abends immer ins Go-Gärtchen essen und dann kommen wir beim Juwelier vorbei und da sagt meine Frau, guck doch mal, ach, ist die Uhr nicht schön, eine schöne Sommeruhr, kauf dir doch mal eine Sommeruhr. Sommeruhren für alle Männer, die es nicht kennen, also für alle Männer. Sommeruhren sind welche mit einem hellen Band oder hellem Zifferblatt, weil, Achtung, das steht dir doch so gut, wenn du so schön braun bist, dass die Information der Frau, kauf dir doch mal eine Sommeruhr.
Frauen, vielleicht wissen Sie es, haben auch Sommertaschen und Wintertaschen, was Dunkles und was Helles. Ich habe noch niemand gesehen, noch keinen Mann, der einen Sommerakkuschrauber hat und einen Winterakkuschrauber. Einen dunklen und einen hellen, einen leichten und einen schweren, keine Ahnung, ich schweife vom Thema ab. Also, Herr Strom, Sie wissen ja, und dann sind wir dann irgendwann mal rein, nach dem 5., 6., 7. Mal. Ich hatte auch schon eine halbe Flasche Rotwein im Kopf. Dann saßen wir da, bekamen dann noch 2 Gläser Prosecco und dann hat mich meine Frau überredet. Und der hat einen guten Preis gemacht, also wirklich toll. Und dann habe ich die Uhr gekauft und dann sind wir nach Hause. Am nächsten Tag gucke ich mir die Uhr an und denke, what the fuck, was ist das? Die ziehe ich doch im Leben nicht an. 2-Zimmer-Küche, Bad am Handgelenk, ein bisschen sehr, sehr auffällig. Egal, wir kamen nach Hause und auch dort war die Uhr nicht schöner, als ich sie mir angeguckt habe. Also ab damit in den Tresor, ich kann doch sowas nicht tragen. Sie kennen das vielleicht aus dem Urlaub, ich kenne es zumindest. Der tolle Likör oder ich sag mal, kennen Sie, wenn Sie in Spanien sind oder auf Mallorca, dann gibt es diesen Yerbas, diesen tollen Kräuterlikör. Danach in dieser grünen getreten Flasche von Tunnel, glaube ich. Und jeder von uns hatte ich schon mal mit nach Hause genommen, weil das dort wirklich gut geschmeckt hat. Abends am Strand, wunderbar, in der Bar, nach einem tollen Essen. Und aber zu Hause können Sie damit die Füße einreiben. Das ist also die Abteilung Franz Branntwein. Und die stehen dann immer so 10 Jahre rum, bevor sie dann wirklich komplett zugestaubt sind und sich der Alkohol verflüchtigt hat. Aber sei dahingestellt. Und das sind dann die Uhren, die mir angeboten werden. Dass ich dann weiß ich, woher sie kommen, wie alt sie sind, dass sie relativ neu sind. Da ist dann noch die Händlerrechnung dabei, was natürlich mir und natürlich auch den zukünftigen Kunden eine absolute Sicherheit gibt. Ich weiß genau, ich kenne genau die Provenienz. Ich weiß halt ganz genau, wo das Ding herkommt, dass es eine tolle Qualität hat. Und so helfen meine Kunden und ich, wir helfen uns gegenseitig. So ein bisschen austauschen und gib mir das, dann gebe ich dir das. Und nehmen Sie das doch in Zahlung und dann können wir das so und so machen. Also für beide eine Win-Win-Situation. Das ist die Geschichte dahinter, wie ich an meine Uhren in den allermeisten Fällen komme. So, also kein großes Geheimnis. Aber wenn Sie selber Sammler sind, Sie wissen, sowas entwickelt sich. Gut, das war das jetzt zur Frage der Woche. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar, wir kommen zum Weihnachtsrätsel. Der ein oder andere, der mich schon ein bisschen länger kennt, vor allen Dingen von meinem Blog, der weiß, dass ich jetzt zum vierten Mal zur Weihnachtszeit ein Weihnachtsrätsel mache. Und zwar ein sehr, sehr hochspannendes und hochkomplexes Weihnachtsrätsel. Wenn Sie es noch nicht kennen, gehen Sie mal auf meinen Blog herrstromsursachen.com und dann gehen Sie einfach mal ein Jahr zurück und gucken sich das letzte oder vorletzte Weihnachtsrätsel an. Das sind meistens 11 oder 12 Fragen. Hochkomplexe Fragen mit Lösungsbuchstaben. Daraus ergibt sich ein Lösungswort und es gibt einen tollen Preis zu gewinnen. Den Preis, den Sie dieses Jahr gewinnen können. Im letzten Jahr war es Hanhard oder ich habe das auch schon mit Sinn gemacht oder mit Alexander Schurkow. Dieses Mal ist es Laco. Das ist diese wunderschöne Uhr und zwar die Fliegeruhr Original Paderborn Erbstück. Tolle, tolle Uhr, die ich mir auch bei Laco selbst aussuchen durfte, weil sie halt ganz genauso, wenn Sie meinen Geschmack ein bisschen kennen und ab und zu zeige ich auch hier was, das ist genauso mein Geschmack. Das mag ich sehr. Dieser Vintage-Look. Eine tolle große Uhr, wie ich finde. Und die gibt es zu gewinnen. Da gibt es dann noch ein kleines Bänderset von 2 weiteren individuellen Bändern, die ich gerade am Anfertigen lassen bin mit einem meiner Partner. Und dann haben sie nachher einen schönen Hauptgewinn. Wer der nachher gezogen wird, ja, dann sind wir bei einem Wert von knapp 2.500 Euro. Und da gibt es noch ein paar Sachpreise dazu. Aber das ist schon was richtig Schickes. Da werden wir gemeinsam einigermaßen Spaß haben. Wie jedes Jahr gilt, es geht los in der schlimmsten Zeit des Jahres und zwar am 2. Weihnachtsfeiertag. Wenn Papa jetzt wirklich gar keinen Bock mehr auf die gesamte Familie hat und die Holzeisenbahn des Filius, die er dann zum 17. Mal aufbauen muss oder beziehungsweise aus der Ecke des Kinderzimmers kramen muss, weil der Sohnemann sie aus Verzweiflung dort überall hingedonnert hat, dann hat er meistens die Ausrede für die Ehefrau und sagt, du, ich muss noch ein bisschen was im Netz nachgucken. Am 2. Weihnachtsfeiertag um 12 Uhr pünktlich fängt das Rätsel, also unser Rätselspiel an und geht traditionell bis zum 2. Januar. Sie werden 11 oder 12 Fragen sind es meistens, werde ich Ihnen stellen.
Das werden Sie auf herrstromsursachen.com, also in meinem Blog, finden. Aber es wird auch mindestens zwei Fragen geben, von denen eine nur im Podcast gestellt wird. Also Sie müssen auch dort reinhören, Herr Stroms Ursachen, zum Beispiel bei Spotify oder bei iTunes, überall dort zu finden. Und es wird eine Frage ausschließlich hier auch auf meinem YouTube-Kanal geben. Außerdem werde ich eine Sonderfolge machen, in dem ich alle Fragen noch mal ein bisschen vorstelle, auch die Uhr vorstelle, auch die Fragen noch mal stelle und, und. Also gucken Sie mal rein ins letzte Jahr, holen Sie sich mal ein bisschen Appetit. Das ist so ähnlich wie das Zeiträtsel, also dieses Kreuzworträtsel in der Zeit. Man muss dran knabbern. Im letzten Jahr war der Rekord, dass das Rätsel gelöst wurde. Die erste Antwort kam um 18.30 Uhr, ungefähr um 6:30, also genau 6,5 Stunden. So lang hat auch die Dame, herzlichen Glückwunsch, gebraucht, um des Rätsels Lösungen zu finden. Es ist durchaus kompliziert, es ist teilweise ein bisschen link, es macht aber riesengroßen Spaß. Und auch mir macht es sehr, sehr großen Spaß, im Vorfeld mir die Fragen und die Linkereien so ein bisschen auszudenken. Heißt also, für alle Spezialisten, die schon immer gedacht haben, ich weiß alles, und bei den normalen Rätseln, zum Beispiel bei RTL, wie heißt das, wenn ich morgens Kopfweh habe, Hund oder Kater, sich da ein bisschen unterfordert fühlen, da habe ich das Richtige für Sie. So, Paderborn, zu Ende. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Liebling des Tages, und zwar den Liebling, den ich hier trage. Haben Sie in der Zwischenzeit erkannt, welche Uhr es ist? Haben Sie es gesehen? Für die absoluten Spezialisten, wenn Sie es gesehen haben, gewinnen Sie jetzt meine Anerkennung. Denn es handelt sich hier wirklich um etwas ziemlich Ausgefallenes. Ich schmeiße Ihnen mal ein großes Bildchen rein, dann sehen Sie auch ein bisschen genauer, wie sie aussieht. Und zwar ist das eine Movado Datron. Woher ich das weiß, es steht drauf auf dem Zifferblatt, eine HS 360. Eine Movado Datron. Da sind wir wieder. So sieht diese Uhr aus. Ich habe an diese Uhr, ich zeige sie Ihnen gleich über die obere Kamera, ich habe an diese Uhr ein wunderschönes Vintage-Band von Coritia dran gemacht. Wir schalten mal um. So sieht diese Uhr aus der Nähe aus. Da sind wir. Movado Datron. Und zwar entstand diese Movado Datron, was da drin ist, ist ein El Primero Werk. Sie merken seine Bezeichnung HS 360. Ist ein El Primero Werk, denn es gibt seit 1967 eine Zusammenarbeit, sozusagen Zusammenarbeit in Anführungszeichen, von Zenit und Movado. Denn da sind wir auch wieder. Zenit und Movado. Denn Zenit hat in Zusammenarbeit mit Movado 1969 sozusagen das El Primero erfunden. Der erste automatische Chronograph, das ist genau das Werk, was auch hier drin schlägt mit 36 Schwingungen in der Stunde. Deswegen auch die 360, HS 360, die hier in diesem Werk letztendlich schlagen. Und zwar Movado aus dem einfachen Grund, Zenit konnte diese Uhr in den Staaten nicht unter dem Namen Zenit in den Verkauf bringen, denn es gab dort eine andere Firma unter gleichem Namen. Und deswegen hat man den Vertriebspartner für die USA, ich glaube, es ist der Vertriebspartner, die Firma Movado, einfach aufs Zifferblatt drauf gemacht. Es gibt noch ein sehr schönes Beispiel. Ich hatte schon zwei, drei Movados. Zum Beispiel hier sehen Sie eine Uhr, die absolut baugleich außer das Zifferblatt, also die Beschriftung des Zifferblatts, so gebaut wurde. Das ist eine Zenit TV Screen, auch mit El Primero drin. Und hier ist es die Version von Movado, absolut baugleich. Nur diese war halt für den amerikanischen Markt. Und wie gesagt, ansonsten laufen die unter dem Namen Zenit. Die Uhr ist jetzt bei mir im Shop. Hoffentlich, wenn dieses Video gesendet wird, ist sie noch drin. Wenn nicht, gucken Sie mal rein. Ich werde es unten verlinken, beziehungsweise gehen Sie mal unter derzeitvertreiber.de. Eine wunderschöne, absolut tolle Vintage-Uhr, die man sich immer wieder wunderbar angucken kann.
Und wie ich finde, heute mit 42 mm eine absolut moderne Größe. Bei mir wird sie angeboten für 4.650 Euro. Eine Uhr, die auch in den letzten Jahren, wie vieles auch von Zenith und gerade weil das El Primero drin ist und auch im tollen Zustand, wie Sie sehen, ist jetzt ein bisschen vertatscht von mir, eine extreme Wertsteigerung hinter sich hat. Tolles Sammlerstück, absolute Alltagsuhr, tolles, tolles Werk drin. Daher soweit alles prima. Wer sich dafür interessiert, gucken Sie vielleicht einfach mal rein. Das ist der Liebling der Woche, den ich habe. Und jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Jetzt bin ich schon beim Ausklingen, sage ich mal so. Dabei geht es noch gar nicht darum, denn ich will Ihnen ja noch, wie vorhin schon gesagt, heute ist ein bisschen stressig, oder? Finden Sie nicht auch? Das hat vielleicht ein bisschen was mit dem Wetter zu tun draußen. Heute ist alles ein bisschen eigenartig und ich drehe dann hier Videos. Soweit zum Liebling der Woche. Ich komme zu einem weiteren Liebling der Woche. Und zwar möchte ich Ihnen den zeigen. Und zwar ein Geschenktipp der Woche. Das ist die Box, die Ihren Namen trägt. Das ist diese wunderschöne Box, die Sie, eine Uhrenbox, die Sie kaufen können. Bei mir im Shop. So sieht das Ganze von oben aus. Und warum belästige ich Sie die ganze Zeit mit dem Gesang? Diese Uhrenbox können Sie absolut individuell gestalten. Das heißt, es gibt mehrere Motive. Diese Uhrenbox finden Sie bei mir im Shop unter bandwechsel.de. Und zwar sehen Sie, da passen 4 Uhren rein. Ich habe jetzt halt nur eine. Mache ich einfach mal so, dann sehen Sie das ein bisschen. Sie sehen es hier auf dem Kissen. Da passen 4 Uhren rein. Wir machen es jetzt hier. Da passt die Uhr rein. Come in and cook out. So, zweimal wirklich echt Glas für 4 Uhren. Und das Tolle dabei ist, Sie können sich verschiedenste Motive, also Löwe, Bär, ein florales Motiv aussuchen. Sie können eine Initiale von sich aus dort oben draufsetzen, von Ihrem Vornamen, wenn Sie zum Beispiel wie hier Zorro heißen oder Zacharias oder Zausel oder etwas Ähnliches. Und dann in der Innenseite des Deckels, hier habe ich eine Ausgabe, die heißt Zeitmesser Schweiz. Das habe ich auf Kundenwunsch gefertigt. Da stünde dann drin Zacharias Schmidt. Das Ganze ist eine Box in der Größe 82 mm mal 377, also 8,2 mal 37 cm mal 103. Und ist aus 4 und 6 mm dickem Holz gefertigt. Das Ganze ist mit ganz speziellem wasserdichten Mastix. Basierend auf natürlichem Wachs ist das Ganze wasserdicht und wasserfest gemacht. Die Kiste alleine hat schon mal eine super Wertigkeit, denn sie wiegt so um die 1 Kilo. Hat hier diese wunderschönen Spannriegel, mit denen Sie das verschließen können. Und kostet bei mir im Shop 285 Euro. Warum ich Ihnen das jetzt schon erzähle, das hat natürlich ein bisschen Vorbereitungszeit, sprich es wird ungefähr 3 Wochen dauern, bis so eine Box dann, wenn Sie sie jetzt bestellen oder zeitnah bestellen, bei Ihnen zu Hause ist, aber es ist halt das ideale Weihnachtsgeschenk. Und bevor dann Ihre Kinder oder Ihre Frau versuchen, Ihnen nochmal eine Patek Philippe zu schenken und sie nachher in der falschen Farbe da ist oder nur 4% Rabatt vom Händler bekommen auf diese Uhr, dann können Sie von vornherein sagen, nein, schenkt mir doch bitte diese individualisierte Uhrenbox oder zeigen Sie dieses Video Ihrer Frau einfach so und sagen, guck mal da rein, da ist was Interessantes. Und zwar nicht der Herr Strom, sondern diese Box. Und guckt da mal rein. Sowas kann man sich dann wunderbar schenken lassen. Und ich werde Ihnen halt in den nächsten Tagen und bei den nächsten Videos immer wieder ein bisschen was zeigen, was so zum Selbstschenken oder als kleine Wunschzettelgeschichte, was da machbar ist für Zacharias Kleinschmidt. Alles, was da reinpasst. Soweit zu dieser wunderbaren Box. Bei mir im Shop ein absoluter Bestseller. Aber ich warne Sie vor, es dauert halt ein bisschen. 2 Tage vor Weihnachten geht leider da nichts mehr. So, jetzt kann ich mal hier die Adressen reinlaufen lassen. Jetzt habe ich Ihnen wieder ein bisschen was erzählt zu dieser Box, zu dem Weihnachtsrätsel. Alles können Sie nachlesen unten unter dem Video.
Sollten Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie doch bitte diesen Kanal, wenn es Ihnen gefallen hat, auch wenn es heute ein bisschen durcheinander war. Es tut mir leid. Und beim nächsten Mal wird alles auf jeden Fall noch mal besser. Aber das ist der Stress vor Weihnachten. Sie kennen das doch. Und ansonsten, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir Kommentare reinschreiben, irgendwas zum Thema Junghans, ob wir was machen sollen. Wenn Sie eine Idee haben für einen Liebling der Woche oder ein Thema oder vor allen Dingen eine Frage, die ich Ihnen beantworten kann oder die ich Ihnen auch nicht beantworten kann, wenn Sie mich loben oder wenn Sie Kritik haben oder irgendwas dazu beitragen wollen, würde es mich sehr freuen. Gut, bevor wir jetzt das Jingle spielen, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Mein Name war und ist Bernhard Strohm. Ich freue mich drauf, wenn wir uns wiedersehen, beziehungsweise Sie mich vielleicht in der nächsten Woche. Ganz herzlichen Dank und bis dann.